Hallihallo. Heute möchte ich gerne mit dir Ginkgo-Blätter malen. Ich zeige dir, wie ich das mit Aquarell mache. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Als erstes übertrage bitte deine Vorlage auf dein Aquarellpapier. Ich benutze meistens 100% Baumwollpapier, einfach weil es schönere Verläufe gibt. Und das ist mir wichtig und deshalb investiere ich das gerne. Wir malen heute zwei Ginkgo-Blätter. Wir fangen mit dem linken an, beziehungsweise ich, wenn du Linkshändler bist, fange mit dem rechten an. Ich male rechts, deshalb fange ich mit dem linken an. Misch dir deine Farbe ziemlich dünn, viel Wasser, wenig Pigment. Und dann bemalen wir erstmal das ganze linke Blatt. Achte darauf, dass du exakt malst, nicht, dass du daneben malst und die Ränder nachher nicht schön sind. Ich finde es immer wichtig, dass die Ränder exakt gemalt sind, dann sieht die ganze Illustration meistens viel sauberer aus. Und das finde ich sehr schön, das gefällt mir gut. Deshalb probier es doch auch mal. Vielleicht gefällt es dir ja auch. Wir müssen schauen, dass uns das nicht trocknet. Deshalb male ich ein bisschen nass heute. Aber schon nicht so, dass ein See auf dem Papier entsteht. Das möchten wir nicht. Aber dass es einfach ein bisschen feucht bleibt. Ab und zu kannst du nochmals reintupfen, wenn du das Gefühl hast, dass es zu schnell trocknet. Das ist jetzt ein bisschen viel Wasser, das müssen wir jetzt da ein bisschen verteilen. Sonst werden wir schlussendlich nie fertig. Nein, ich föhne dann, wenn es zu nass ist, weil die Geduld habe ich meistens nicht, um zu warten, bis es trocken ist, vor allem nicht, wenn ich ein Video drehe. So. So. Wie ihr seht, ist das eine granulierende Farbe. Für Blätter finde ich das immer ganz schön, vor allem für Ginkgo-Blätter. Gut, dann nehme ich mir da mal noch eine zweite Farbe. Das ist so ein Blaugrün. Und ich tupfe mir das unten mal so ein bisschen rein. Nachher gehen wir nochmals mit dem Rosaton rein. Aber erstmal mit dem Blauton. Kannst du überall, wo du gerne ein bisschen anders noch ein bisschen Farbe in deinem Blatt möchtest, kannst du da mal ein bisschen tupfen. Und jetzt da ist es mir auch sehr wichtig, dass du die Ränder schön nachmalst, dort, wo du eine andere Farbe reingetupft hast, vor allem. Und auch dort, wo du jetzt direkt aus dem Näpfchen reintupfst. Das machen wir jetzt nämlich. Jetzt nehmen wir den Pinkton direkt aus dem Näpfchen und tupfen ihn da nochmal so ein bisschen rein, damit wir einfach noch ein bisschen Kontrast bekommen. Sonst fehlt mir da meistens ein bisschen was. Und jetzt auch wieder schöne Ränder. Da ist es schon fast trocken, da müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Aber auch da ist es jetzt wichtig, dass du die Ränder schön malst. Ich nehme mir jetzt einen dünneren Pinsel. Genau deshalb, wegen den Rändern. Und den Stiel, den male ich auch gleich mit. Da schaue ich jetzt auch, dass ich nicht ins andere Blatt reinkomme. Und ich tupfe nochmals ein bisschen. Wie ihr seht, ist das immer noch schön feucht. Und das geht auch sehr gut.
Und ich glaube, wir nehmen auch noch mal ein bisschen Blau. Das gibt nämlich dann so ein schönes dunkles Violett, wenn wir diesen Pinkton, das ist ein Rose of Ultramarine, mischen mit dem Blau. Gibt das so einen schönen dunklen Violettton, das gefällt mir sehr gut, finde ich ganz schöne Mischfarbe. Deshalb benutze ich das eigentlich noch oft. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Dann gehen wir gleich zum zweiten Blatt. Das ist ein bisschen größer, deshalb mischen wir uns wirklich genug Farbe an. Ich mache das jetzt blau. Wieder dünn angemischt. So. Jetzt schaue ich, dass ich da nicht reinmale in den Stiel. Das heißt, ich spare das noch ein bisschen aus da. Lass das noch ein bisschen trocknen. Wenn das nämlich genug nass ist, dann kann ich da nachher schön das ergänzen. Dann gibt mir das auch keine Ränder. Ich muss einfach schauen, dass ich es schön nass behalte. So, wieder schöne Ränder malen, exakt. Wenn du mal drüber gemalt hast, dann zieh einfach sozusagen einen neuen Rand. Und wenn die Farbe dann noch dunkel genug ist, sieht man deine Bleistiftvorzeichnung ja auch gar nicht. Also weiß ja gar niemand, dass du da drüber gemalt hast und eigentlich die Form nicht ganz 100% stimmt. Und das spielt auch überhaupt keine Rolle. Weil, wie gesagt, siehst du, jetzt habe ich da auch drüber gemalt. Jetzt ziehe ich mir da einfach den Rand neu. Ich möchte aber trotzdem, dass er schön wird. Das heißt nicht ausgefranst oder so, sondern eine schöne, exakte Linie. Möglichst, wenn das Papier zu rau ist, dann klappt das manchmal nicht. Aber das gehört dann einfach dazu bei rauem Papier. Bei mattem, feinem Papier ist es nicht so tragisch, da können wir eigentlich meistens schöne Linien ziehen. So, jetzt ergänze ich mir das da noch. Ich hoffe, das ist schon ein bisschen trocken. Und sonst gibt es da halt ein roter, also ein pinkiges Fleckchen. Ist auch nicht so schlimm, gefällt mir zwar manchmal nicht so gut. Bei sowas jetzt, ja, jetzt ist es ganz gut. Nehme ich mir wieder einen anderen Pinsel, ein bisschen einen dünneren. Gehe jetzt aber erst mit der dunklen Farbe rein. Nachher tupfe ich noch etwas von einer helleren Farbe rein. Aber erst mal die dunkle. Das erste Blatt sieht ja schon ganz gut aus, gefällt mir sehr gut. Auch da schaut ihr jetzt bitte, dass die Ränder exakt bleiben. Auch wenn ihr nah am Rand mit der dunklen Farbe reingeht, wenn ihr darüber malt, dann könnt ihr einfach den Rand neu machen mit der dunklen Farbe. Und dann sieht man das überhaupt nicht. So, jetzt nehme ich mir da das helle Mintgrün noch, das ist ein bisschen metallisch und tupfe mir da auch noch ein bisschen rein. Hier müssen wir jetzt schauen, da ist das schon ein bisschen zu trocken. Da gehen wir einfach nochmals drüber. Schauen aber, dass wir exakt den Rand treffen, sonst bekommen wir da nämlich so eine ganz komische Ränder. Die gefallen mir dann gar nicht. So, den Stiel, wieder mit dem Blau, das ist übrigens ein Indigo-Blau,
So, das sieht doch gut aus. Gefällt mir ganz gut. So, das ist jetzt alles noch ziemlich nass, deshalb föhne ich mir das schnell. Und dann machen wir gleich weiter. So, dann geht es gleich weiter mit den Blattadern. Die male ich mir in Gold und zwar mit diesem dünnen, sieht man das? Das stimmt nicht schon. Jetzt. Der ist ganz dünn und lang. Das klappt super damit. Wenn ihr Blattadern malt, dann dreht euch euer Blatt, euer Papier um. So wie es für euch am besten passt. Ich mache das jetzt heute nicht, aber ihr dürft das wirklich drehen. Übt mal zuerst vielleicht auch, ob ihr Blattadern oder allgemein dünne Linien lieber von unten nach oben oder von oben nach unten malt. Ich male eigentlich lieber von unten nach oben und deshalb ist das vielleicht jetzt auch ein bisschen komisch, aber ich male auch jetzt da von unten nach oben. Ich fange bei den Ginkgo-Blättern immer da in der Mitte an und ziehe mir die Linie dann gleich noch den Stiel runter. Nehmt nicht zu viel Farbe auf den Pinsel. Es ist besser, wenn ihr immer wieder Farbe nachnehmt. Hier sehen wir jetzt die Vorzeichnung noch etwas. Dann probiere ich da drüber zu malen, genau über die Vorzeichnung. Manchmal sieht man es nicht mehr und bei den Ginkgo-Blättern ist es ja nicht so schwer, die Blattadern zu zeichnen. Weil die sind ja immer schön in dieser Bogenform und gehen da zur Spitze hin, zum Stiel. Das ist nicht so schwierig. Aber wenn ich die Vorzeichnung sehe, dann zeichne ich sie nach. Was auch noch wichtig ist, ihr müsst nicht da immer die gleichen Abstände von Blattader zu Blattader malen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es darf ruhig auch unregelmäßig sein. Manchmal sieht es sogar schöner aus. Deshalb mache ich da noch eine zwischendurch. Ich habe da nur bei der Vorzeichnung mal so grob da einfach ein paar Blattadern gemalt, einfach damit man sieht, dass es ein Ginkgo-Blatt sein soll. Die Vorlage, die könnt ihr übrigens in meinem Instagram-Feed, ist die beim jeweiligen Post von den YouTube-Videos, ist die Vorlage dort drin und die könnt ihr euch screenshotten und dann auf euer Aquarellpapier übertragen. Ihr könnt natürlich aber auch die Ginkgo-Blätter einfach ohne Vorlage malen. Das geht genauso gut. So, der zweite Teil des ersten Blattes. Probiert, wenn möglich, die Blattadern immer gleich dick zu malen. Das heißt, nicht einmal mehr aufdrücken mit dem Pinsel und einmal weniger. Und das bedeutet auch, dass ihr nicht einmal extrem viel Farbe am Pinsel habt und dann wieder extrem wenig Farbe. Weil mit wenig Farbe wird der Strich ja dann meistens automatisch etwas dünner und mit mehr Farbe kann es sein, dass ihr sogar einen Klecks bekommt am Anfang des Striches. Weil einfach zu viel Farbe auf dem Pinsel ist und das ist sehr, sehr schade. So. So, dann haben wir das erste Blatt auch schon geschafft. Malen wir jetzt das zweite Blatt. Hier auch erst die Mitte. Und ich ziehe jetzt das halt verkehrt drum hoch. Hier male ich jetzt auch verkehrt, weil es mir einfach nicht gut von der Hand geht, weil das Blatt nicht im richtigen Winkel zu meiner Hand ist. Deshalb male ich jetzt da von oben nach unten. Auf der anderen Seite geht es dann wieder. Aber wie gesagt, dreht einfach euer Blatt um. Habt ihr auch gesehen jetzt, ich habe den Strich von oben nach unten und von unten nach oben gezeichnet.
Das heißt, man kann auch gut ansetzen. Mit diesen feinen Pinseln geht das sehr, sehr gut. Das sind übrigens Pinsel von Shimoni Art. Ich weiß nicht, kann man das lesen? Das glänzt ein bisschen. Für mich die besten Pinsel, die es gibt. Falls ihr sie mal ausprobieren möchtet, gibt es mit meinem Code 15% Rabatt. Könnt ihr mich gerne mal anschreiben, wenn ihr den haben möchtet. Oder ich kann ihn auch unten in der Videobeschreibung reinschreiben. So. Immer schön wieder Farbe auf den Pinsel nehmen. Vielleicht geht das jetzt schon. Gehen wir mal. Ja, ist noch nicht optimal, aber müssen wir ein bisschen ansetzen von oben und von unten. Deshalb mache ich jetzt diesen Strich nochmals von oben. Aber macht ihr das bitte einfach so, wie euch das besser von der Hand geht. Das ist nicht bei jedem gleich. Für mich ist es einfacher von unten nach oben und auch logischer, vor allem bei Pflanzen, weil die wachsen ja auch von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Aber das ist jetzt nur so einfach so eine Spielerei. Das hat ja keinen Zusammenhang mit dem Malen an für sich. So, und jetzt geht es wieder einfacher. Da bin ich auch schneller, wenn ich von unten nach oben die Linien malen kann. Es geht mir einfach besser von der Hand. Was ich bei Ginkgo-Blättern noch wichtig finde, ist da der Ansatz da beim Stiel, dass der am Schluss nicht so verhuddelt oder wie soll ich sagen, dass das nicht so ein komischer Fleck wird. Deshalb achte ich immer darauf, dass der Ansatz schön bleibt. Nicht, dass ich da irgendwie komisch reinmale. So, hier machen wir noch eine rein. Wie gesagt, Unregelmäßigkeit ist super. Das fällt mir manchmal sehr schwer. Das muss ich noch etwas lernen. So, hier noch eine und da unten noch eine. So. Perfekt, Pinsel gut auswaschen, vor allem bei den Metallic-Farben. Und ich glaube, jetzt sehe ich gerade, hier können wir noch eins reinmachen. Hier unten, da ist es noch ein bisschen extrem blau. So, besser. Ich zeige es euch nachher von neuem. Jetzt sprenkeln wir noch. Ich lege das alles ein bisschen auf die Seite. Ich sprenkle mit Gold. Wenn ihr Angst habt, dass ihr auf die Illustration kommt mit euren Sprenkeln, dann deckt sie mit einem Papier ab. Mir ist es egal, wenn ich drauf komme. Aber wenn ihr nicht zu heftig auf den Pinsel draufhaut, dann könnt ihr eigentlich ziemlich gezielt sprenkeln. Ab und zu geht bei mir auch ein Sprenkel daneben, aber meistens klappt es eigentlich sehr gut. So, schaut mal. Sieht man schön, wie das Gold glänzt. Super, oder? Und auch das helle Mint glänzt so schön im blauen Blatt. Ich finde es super, mir gefällt es sehr gut. So, vielen Dank, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Ich freue mich drüber. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr die Blätter nachmalt.
und mich auf Insta verlinkt, wenn ihr es postet. Oder mir einfach ein Bild schickt. Das finde ich auch immer ganz toll, wenn ich Bilder bekomme. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Malen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!